Setzen sich die Straubing Tigers am 43. Spieltag der deutschen Eishockey-Liga vor 3.984 Zuschauern mit 6:5 durch. Bei uns die beiden Trainer, Gästetrainer Uwe Grupp und unser Coach Tom Pokel. Wir dürfen die beiden um ihr Statement bitten und wie immer hat der Gast das erste Wort. Ja, guten Abend. Erstmal Gratulation an Straubing und Tom zu dem Sieg heute Abend. Ich denke, wir haben ein Spiel gesehen. Super Spiel für die Heimmannschaft und die Zuschauer hier mit vielen Toren. Natürlich sind wir nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie wir heute gespielt haben. Wir können diese Gegentore, die vielen Gegentore, die wir in den letzten Spielen kassieren, hat uns auch heute wieder die Chance gekostet, dass wir Punkte gewinnen. Und wir haben vielleicht ein paar Sachen ganz gut gemacht, um uns wieder zurück ins Spiel zu kämpfen. Aber insgesamt überwiegt natürlich bei uns die vielen Gegentore. Und da müssen wir dran arbeiten, das müssen wir abstellen und wenn wir das machen, dann sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Also Gratulation hier für Tom. Straubing hat ein super Spiel gespielt, gutes Spiel gekämpft bis zur letzten Minute und hat das Spiel heute verdient. Dankeschön. Danke Uwe Grupp. Tom, jetzt gebe ich dir das Wort. Danke Uwe. Ich denke, wir haben gut gespielt. Insbesondere für die ersten 40 Minuten. Wir sind etwas flat. Am Anfang im dritten Drittel, in die 10 Minuten, plötzlich aus dem Nix, wir haben Rückstand und auf einmal wir müssen spielen. Und ich denke, beim 4-4, wir sind nicht eine Mannschaft, die zurücksitzen kann auf einer Führung. Wir müssen immer weiter kämpfen und weiter spielen. Wir sind aufgewacht in der richtigen Moment und haben zurückgekämpft. Und ich denke, Schlüssel zum Erfolg war ganz eindeutig unser Powerplay. 4 Powerplay-Tore in einem Spiel, das ist sicherlich sehr erfreut und auf jeden Fall der Matchwinner für uns. Keiner rennt bei meiner Antwort hier, unser Powerplay war die schwächste in der Liga und heute Abend hat es richtige Stärke gezeigt und hat das Spiel für uns gewonnen. Ich glaube, ich bin auch der gleichen Meinung wie Uwe. Wir sind nicht unbedingt sehr zufrieden mit der Art und Weise von den Gegentoren. Und daran müssen wir auch arbeiten und verbessern für das Spiel, das Derby am Sonntag gegen München. Aber auf jeden Fall, wir haben von den 6 Toren 5 verschiedene Torschützer und auch ein sehr starkes Spiel von Oblinger heute Abend mit 2 Toren. So, alle Reihen mit den 7 Verteidiger, alle ganz gut gekämpft und hart gespielt. Und vor allem, wir haben auch letzte Woche über die Mentalstärke der Mannschaft gesprochen und ich denke, das ist ein Spiel vor 3 Monaten, wo wir hätten das aus der Hand gegeben und heute Abend wir haben stärkere Durchsetzungsvermögen gezeigt und Entschlossenheiten haben nicht aufgegeben und in dem letzten Moment mit der Gelegenheit, was da war, haben wir das ausgenutzt. Dankeschön. Besten Dank, Tom Pokel. Gibt es Fragen seitens der Presse? Dann darf ich Ihnen noch kurz die Endstände oder Zwischenstände aus den anderen Stadien verlesen.